Also blutend, du läufst halt eigentlich komplett aus. Das Ja, okay. Dann schlägt Nasaug jetzt auf die spitzen Steine auf. Gairas schreit einmal laut, enttäuscht und tritt wieder zurück in den, aus dem Kreis heraus. Und Jamir wirft sich von der Brücke und sinkt leicht wie eine Feder hinab. Ja, unten trifft er auf einen schwer angeschlagenen, aus unzähligen Wunden bluteten Nasauk, der außer unartikulierte Laute, sehr laut, dafür aber gerade nicht so viel zustande bringt. Er liegt blutverschmiert am Rande eines dieser spitzen Felsen, da ist auch ein Vorsprung, der ihn noch davon bewahrt, ins Wasser des Sees zu sinken. Und als du da reinspringst, merkst du auch, wow, das ist kalt. Das ist wirklich kalt. Und ich habe leider keine Zeit, mich jetzt irgendwie anzuzünden, um mich aufzuwärmen. Ja. Ihr dämlicher. Warum tut ihr das so etwas denn? Kommt mal her. Dann versuche ich ihn irgendwie unter den Armen zu packen. Ja, du möchtest zu ihm hin schwimmen. Eine Achtung, Schwimmprobe gegen die 20, bitte. ich dachte, ich wäre mal ganz in seiner Nähe gelandet. Sekunde, Ja, schwimmen. bist du in seiner Nähe, aber trotzdem hätte ich keine Schwimmprobe von Gegen die dir. 20, Gegen machen wir einen 20. Risikowurf. Mist. Wundervoll. Ein Schwimmpatzer. Ist das ein Risikowurf? Es ist ein Risikowurf. Warum machst du sowas? Weil ich sonst die 20 nicht packe. Ich spring nicht hinterher. Keine Sorge, ich überlebe das schon. Ja, du tauchst unter das Wasser, es ist kalt und erschrickst dich und einen Teil davon atmest du ein. Du kriegst 2W6 Schaden. Und merkst, shit, du gehst unter, du kannst nicht mehr schwimmen. Ich mach das Seil bereit. Soll ich mich runterlassen und du hältst mich fest? Du bist bestimmt stärker und ich kann ihn heilen. Ich kann ihm helfen. Wir müssen etwas. Ja, ich schaue so ein bisschen zu Rala. Gibt es hier auf dieser Brücke Steine, die ich benutzen kann zum Festbinden des Seils, ohne dass ich zurück in den Kreis treten müsste? Ja, das Seil ist lang genug. Du kannst es einmal an einer der Säulen sichern, auf der anderen Seite und dann über die Brücke legen als Halt. Das funktioniert. Kannst du dich am Seil ablassen? Ich ziehe euch dann alle wieder hoch. Warum willst du es nicht einfach festhalten? Ich halte es fest, ich binde es fest und ich ziehe euch wieder hoch. Aber irgendjemand muss da jetzt runter, weil der Mensch es wohl wieder nicht schafft. Ich gehe schon. Ja, du gehst gerade auch unter. Bind mich fest, los. Nimm das Seil und spring! Ich tue, wie mir geheißen. Der wird Ich, schon ich wissen, was er schätze sagt. das, ich schätze das so ein bisschen ab und gebe ihr dann ja, ein Seil, dass sie dann. Na gut, wenn der Ruck kommt, lass dich einfach schnell ab. Du Los. hast gesagt, spring. Das war das Dümmste, was du jetzt machen können, ne? Wenn jetzt meine Dummheit zieht. Ganz ehrlich, Frosty. Aber da wir schon zwei Leute unten haben, würde ich hier den Nachteil nicht unbedingt ausspielen wollen. Ja, ich gebe dir hier mal einen Anführenwurf. Anführen, einfach mal. Sorry. Naja, lasst euch ruhig weiter Zeit. Völlig in So, Ordnung. spring runter! Spring runter! Ich springe. Wow, einfach Jetzt kommen die wow. Patzer aber auch echt reingeheilt. Oh. Ich springe! Juhu! Du springst, Nächster ja. Patzer. Willst du eine Akrobatikprobe? Nö, das gelingt dir da reinzuspringen ins Wasser, aber auch du darfst dann mal eine Schwimmprobe gegen die 20 hinlegen. Oh nein. Ich habe Schwimmen auf 8, also. Yeah! Dann kannst du beide rausfischen. Ich Ja, komme auch du umgepaddelt und rette euch. tauchst wie ein Aal in die Tiefe und findest in dem klaren Bergwasser deinen Kameraden, der dich verwirrt anguckt und versucht, die Luft anzuhalten. Er hat selber doch nicht verstanden, dass er nicht schwimmen kann.
Halt still! Ich packe ihn mir auf den Rücken. Also, dass seine Arme um meinen Hals sind, ja, wahrscheinlich strampelt er und macht und tut, aber ist mir gerade egal. Weil ich habe das so gut gewürfelt, ne? Ich denke mal, ich pack das. Und dann schwimme ich von ihm aus weiter zum anderen, also zu Nasok, und würde versuchen, ihm zu helfen. Ja, ich brüll dann von oben auch noch, lass Jamir los, kümmere dich nur um Nasok. Du, ja, der Mensch. Nasok, der liegt da, liegt auf dem Felsen. Mensch, halt dich am Seil fest, der zieht dich hoch. Natürlich. Nicht jammern, festhalten. Ich halte mich doch am Seil fest. Ja, du hältst dich am Seil fest, während dein Bark dich hochzieht. Das soll euch mal gelingen. Jo, und ich würde versuchen, unseren Verletzten mit Lebenspunkten zu pushen. Mhm, ja. Dann ein Zauber von dir, minus 2, weil du schwimmst. Mhm. Okay. Mhm. Du kriegst 6 temporäre Lebenspunkte, von denen jetzt direkt wieder 3 abgehen. Das war das letzte Mal, die Blutung veräppt. Und dann würde ich Blutung veräppt? Ja. Der Zustand wird nach normal 60 Ticks aufgehoben. Okay. Man kriegt nur 4-mal Blut. Gut. Dann würde ich nach oben gucken. Wirf das Seil! Ja, wenn Jamir oben ist, wird das Seil sofort wieder runtergelassen. Ja, dann mache ich erstmal den verletzten Nasok fest. Und versuche ihn auch so weit es geht nach oben zu heben, also dass er so wenig wie möglich nur im Seil fest ist, sozusagen. Ja, und dann würde ich warten, bis er nach oben gezogen wurde. Ihr zieht den Verletzten, den schwer verletzten, sterbenden Kameraden nach oben und ja, Rala, auch du kommst dann oben mit Hilfe des Seils wieder an. Mhm. Gratuliere, ihr seid auf der anderen Seite, aber ja, Bodo guckt besorgt zur Nasaug, aber das sieht gar nicht gut aus. Haben wir was, um ihm zu helfen? Bist du bei Bewusstsein, Nasaug? Ja, Zähigkeit. Gegen die 20, um zu gucken, ob du noch bei Bewusstsein bist. Die Bonifikatoren wird das schon ziemlich schwer. Ja. Nein, oh bist du Gott. Nicht. Das macht ja auch alle Risikowürfe. Ihr wisst doch, dass es Patzer gibt. Es gibt aber genauso gut Triumphe. Also ich mache kaum Risiko und ich habe mehr Triumphe als ihr. Das macht viel mehr Spaß mit Risiko. Ja, also mit dem Patzer, ihr kriegt den auch nicht wach und du darfst dir jetzt zusätzlich nochmal den Zustand erschöpft 2 notieren. Ich gebe zu langsam, wird's echt lächerlich. Ich würde mich mal an die Seite setzen und mal versuchen, mich kurz ein bisschen auszuruhen, um wenigstens hier meine Zähne verbrauchten wieder aufzuholen an Fokus. Dauert das nicht eine halbe Stunde? Bodo, ich will hoffen, ja, dass das... Ja, aber wir haben 2 Verletzte. Und davon ist einer nicht bei Bewusstsein, also ob jetzt die nächste halbe Stunde mit ihm weitergehen sollten, ist ja die andere Frage, deswegen nutze ich die Zeit, mich tatsächlich auszuruhen, ja. Ja gut, ich wollte nur darauf hingewiesen haben, dass es nicht mal eben ist. Ich will hoffen, dass es das wert ist. Ich auch, also meine Güte, der arme Wark. Ihr bleibt jetzt hier, ich gehe mit Bodo rein in die Festung und... Schau mal, ob dort noch irgendjemand bei Bewusstsein ist oder irgendjemand irgendein Heiltrank oder so rumliegt. Man kann ja nie. Du bist selbst verletzt, du solltest nicht einfach weggehen. Ich kämpfe mich auf die Beine. Das glaubt ihr ja doch wohl selber nicht, dass ihr da alleine hineingeht. Irgendjemand. Also gut. Dann machen erst wir das anders. Ich schnapp mir Nasaug und werfe ihn mir mal über die Schulter. Nein, nicht anfassen, nicht anfassen. Also versuchst du hochzuheben, stell ich mich davor. Nicht anfassen. Ihm geht's gerade nicht gut. Er muss erst ein bisschen wieder an Stärke gewinnen. Also gut, Jamir, im Eilschritt. Wir
Wir laufen jetzt in Richtung der Festung und gucken, ob uns da irgendetwas hilft. Wenn du unbedingt willst, warum setzen wir uns nicht hin und machen erst einmal ein schönes Feuerchen und ruhen uns ein wenig aus? Wir Mitten brauchen auf der kein Brücke. Feuer, wir brauchen nur kurz und ich sehe ein zu, bisschen dass ich Pause. Es, und ich sehe zu, dass ich den Drachenfallen ein wenig verpassen kann und dann wird das alles schon wieder. Geduld, Kairas, Geduld. Wir sind nicht in Eile. Es ist kein Wetter in den Untertagen. Hier war seit 3000 Jahren niemand mehr. Hier wird auch die nächsten 3 Stunden niemand mehr sein. Also gut. Du Aber bist doch selber verletzt. Lass mich mal gucken. Unser Kamerad stirbt. Und ich will irgendetwas tun. Ich mag es nicht, wenn wir hier einfach auf der Brücke sitzen und darauf warten, dass es euch wieder etwas besser geht. Ich hab doch schon was gemacht. Ich hab ihn doch schon ein bisschen geheilt. Nun komm mal her, du bist auch verletzt. Steck deine Kräfte in ihn, nicht in mich. Was für Kräfte? Ich will dich einfach nur angucken. Was du da hast. Lass mich in Ruhe und kümmere dich um ihn. Ja, abseufzen. Wir haben Feuerholz mitgenommen, richtig? Ich wüsste nicht warum. Also ich habe eine Spitzhacke. Okay, brauche ich um Alchemie zu drinnen? Also das dauert eh ewig lange, so viel Zeit haben wir nicht, scheiße. Du auf einer Brücke ein Alchemielabor aufstellen. Du hast halt hier auch nicht wirklich die Möglichkeiten, um Alchemie auf der Brücke. Ja, ich merk's auch gerade, das ist eine doofe Idee. Ruhen wir jetzt erstmal ein halbes Stündchen aus und dann sehen wir weiter. Mache ich das jetzt weg mit Verschnaufpause beim Fokus oder was gebe ich da jetzt ein? Ihr wollt eine halbe Stunde rasten, habe ich das richtig verstanden? Ja. Dann dürft ihr alle gerne, außer eurem guten Nasaug, der nicht mehr von natürlicher Regeneration profitieren kann, eine Verschnaufpause hinlegen. Hilft mir gar nicht. Mir schon. Mir auch. Ja, eine halbe Stunde ist um. Und ich gucke gerade nochmal bei Nasaug in den Charakterbogen, ob ich da was falsch gesehen habe. Stimmt, du hast die Stärke zäh gar nicht. Ja, in einer halben Stunde verlierst du das erste Mal eine Leiste Lebenspunkte. Ich habe noch eine Frage, Olzi. Ich habe doch vorhin, musste ich doch Fokus erschöpft abstreichen. Ich wusste nicht, ob ich das eingebe, also habe ich den Zauber einfach ganz normal abgerechnet. Kann ich mir jetzt also quasi nach der Ruhepause 3 normale Fokus wieder einholen? Weil ich habe ja quasi 3 mehr ausgegeben, als ich gebraucht hätte, oder? Ich habe das halt nur falsch eingegeben. Ja, aber die Erschöpften sind ja jetzt weg. Die sind nicht mehr da. Nur die Verzerrten sind noch da. Ich habe sie ja gar nicht als Erschöpfte eingegeben. Deswegen frage ich, ich habe sie als ganz normale Kosten eingegeben. Okay, du hast sie als Verzerrte eingegeben. Dann genau. Kannst du sie dir wieder gut schreiben. Okay. Ja, nach einer halben Stunde teilweise sitzt er ja auch nass. Also ihr seid alle nass auf der Brücke herum, wenn dann der Wind so um euch herum streift, wird es sicherlich ein bisschen kalt werden. Und ich werde einfach nur aggressiv, ich schaue euch dann eine halbe Stunde an. Also, was ist jetzt? So, jetzt sollten wir uns zuallererst um unseren Kameraden hier rückkümmern. Dann fangt an. Ich würde nochmal zaubern auf ihn. Du hast bereits einen Zauber auf ihn. Und da kann ich nicht noch... Immer noch? Achso. Und er kann nur gleichzeitig von einem davon profitieren. Das heißt, ich kann den Zauber aber einfach nochmal mehr reinstecken, oder? Du kannst ihn nochmal erneuern, damit er nach einer halben Stunde nicht stirbt, ja. Gut. Kannst du gerne tun. Jamir, tut etwas. Ja, natürlich, natürlich. Gib mir nur ein kleines Sekündchen, um zu überlegen. Ihr hattet eine halbe Stunde. Natürlich. Wie gesagt, wenn wir 3-4 Stunden Zeit hätten und in einer ruhigen Ecke sitzen würden, könnten wir vielleicht... Nein, das wird nichts. Seid mal still, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, Baller kniet sich hin, hält die Hände auf seine Brust und murmelt. Dir soll's bald besser gehen. Krieg wieder mehr Kraft. Hier scheint irgendwas vor sich hin zu murmeln, auf jeden Fall.
Dann würfel ich mal. Shit! Oh, kann ich das mit einem Splitterpunkt wegmachen? Nein, das Patzer kannst du nicht. Das ist ein Patzer. Verdammt! Ja, ihr wisst doch, dass ihr Patzer würfelt. Warum würfelt ihr immer? Einmal auf Patzerpriester, bitte. Was? Alan, wo steht das? Linke Seite Extras. Ach, da. Achso, Campaign-Fenster. Ich weiß ja, nicht, wo und die dann? Bei dir ist. Patzerpriester. Klicken. Ja. Du erhältst auch den Zustand erschöpft. Grandios. Auf 2. Also, ja, und nichts passiert. Außerdem verlierst du 4 Fokuspunkte. Scheiße. Ich trete hier gleich irgendjemand von dieser Brücke runter. Das wird auch falsch. Sorry. Fangt das an. Falsch. Womit denn? Wir tun mal jetzt alles, was wir können. Also, ihr könnt gar nichts tun. Warum sitzen wir dann seit einer halben Stunde auf dieser Brücke, während unser Kamerad stirbt? Was hättet ihr denn stattdessen tun wollen? Darf ich Nasauk jetzt wie ein liebevolles Baby in die Arme nehmen und ihn dann von der Brücke in Richtung Festung tragen? Du sollst ihn nicht tragen. Er wird davon doch nur kaputter. Ich mach das sehr liebevoll. Der wehrt sich auch überhaupt nicht. Wir können auch nicht mehr tun. Hm? Was sagt er? Er wehrt sich auch überhaupt nicht, weil er nicht mehr ansprechbar ist. Ich weiß. Ein nasser, stinkendes Fell. Ihr bewegt euch über die Brücke in Richtung der Festung mit dem bewusstlosen, schwerverletzten Nasauk in den Armen. Bodo blickt immer wieder besorgt auf euren Kameraden, ist jetzt erstaunlich still. Und ja, wenn ihr rübergeht über die Brücke, erkennt ihr, dass da auf der anderen Seite tatsächlich eine Festung ist, aber die wurde wohl gestürmt. Die Mauer ist eingefallen, das Tor ist geborsten. Hier, wo die Brücke anfängt bei der Festung, hat auch die Brücke ein bisschen was abbekommen. Ja, Bodo jetzt nimmt seinen Blick weg von eurem Kameraden, guckt sprachlos auf die Festung vor sich und was ist hier passiert? Festung ist gefallen? Gibt es ein paar Runen, die du lesen kannst? Nein, aber das, die Schäden, das sieht nach einem Erdbeben aus. Rala, geh du vor. Du kannst im Dunkeln sehen. Jawohl. Du musst uns den Weg durch. Jamir, du hältst Ausschau nach irgendetwas, was du benutzen kannst, um Tränke oder so etwas zu brauen, ob es ein einfacher Kessel ist oder sogar eine richtige Feuerstelle. Wir hatten doch die tollen Kräuter gefunden. Kannst du damit nichts machen? Und ich brauche ein wenig Zeit, um diese zu verarbeiten, aber die haben wir gerade nicht. Hört auf zu reden, wir müssen hier leise sein, denn der Feind kann immer noch hier sein. Also, Rala, fang an zu schauen. Ja, ich gehe gucken. Ich schleiche vor. Du schleichst hinein und wir wechseln ein letztes Mal die Karte. Auf zum Finale. Kopiert eure Token und folgt mir auf. Finale. Oh. Ja. Ja, Janja, die Hyäne von Nasauk, gibt klägliche Laute von sich und stupst den nicht bei Bewusstsein befindlichen Wagen an. Es sieht jämmerlich aus. Ganz möchte ruhig. Irgendjemand von euch auf das Tier reagieren? Sorry. Ganz ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Wir kriegen deinen Herrn schon wieder zurück. Hoffentlich. Ja, ich knie mich dann auch nochmal ein bisschen ab und lasse die Hyäne an ihm schnüffeln. Vielleicht hat das Ding ja auch selbst eine Idee, aber einfach nur, dass es weiß, dass es keine Angst haben muss. Er ist immer noch da. Ja, du schleichst vor Rala und betrittst eine riesige, naja, riesig ist übertrieben, aber große Eingangshalle.
Die ist kuppelförmig. Und ja, hier drin ist es stockduster. Kein Licht. Gar nichts. Naja, aber ich habe ja nichts, aber. Okay. Ja, also ihr könnt die Kuppel hier nicht wirklich sehen, soweit reicht das Licht nicht nach oben und erhält auch nicht den kompletten Raum, aber dass es kuppelförmig ist, ist zu erkennen. Und hier ist es menschenleer, ihr hört nichts. Dann schleiche ich mal ein bisschen weiter durch die Halle. Können wir schnuppern? Ich meine, das ist jetzt schon etwas länger her, dass hier mal gekocht worden ist, aber vielleicht kann man ja sowas wie Essen immer noch vermuten. Vielleicht auch Schimmel. Verschimmeltes Essen. Nein. Nein. Auch die Staubschicht auf dem Boden deutet darauf hin, dass hier schon sehr lange Zeit niemand mehr war. Bodo, weißt du, wo die Küche in einem Zwergenreich angebracht ist? Oh ja, lasst mich überlegen. Gucken wir mal. Diese Festung, nein, ich bin mit ihnen nicht vertraut, mit dieser Bauart. Das ist alte Kunst. 1000 Jahre wird diese Festung schon alt sein. Also gut. Dann überlasse ich euch beiden die Wahl, wo wir hingehen. Rechts oder links? Geradeaus? Ja, weil, Rala ist schon weiter nach oben und guckt da gerade in den Gang, der ganz oben lang führt. Mhm. Wurde ja gesagt, ich soll Vorkundschaften, von daher. Du meinst, du hörst irgendwas aus dem Gang oder dem Raum dahinter? Das hört sich komisch an. Weit entferntes Schreien, Flüstern, du bist dir nicht sicher, hört sich nicht menschlich an. Ja, wenn du ein bisschen näher kommst ans Ende der Eingangshalle, siehst du auch, dass hier ein großer Sockel befindet mit einem massiven Tisch aus Marmor. Psst, hier lang. Dann wollen wir hinterher. Ich habe ein Wimmern gehört. Sollten wir wirklich auf andere Lebewesen hier zugehen? Bis jetzt waren sie nicht sehr freundlich. Das habt ihr von den Ratten auch gedacht. Wagen wir es. Entweder es ist feindlich. Nun ja. Dann passieren eben andere Dinge. Oder es ist freundlich und vielleicht können wir damit Nase auch retten. Wagen wir den. Ja, Mia. Mhm. Du kommst bei dem Tisch an. Dein Licht leuchtet drauf und du kannst erkennen, dass jemand in diesen Tisch eine Karte der Festung graviert hat. Sowie der geplanten Erweiterung in den Berg. Seht einmal hier, es scheint es einen groben Grundrissplan zu geben. Ist die Erweiterung hier schon mit bei oder ist das gerade nur der aktuelle Bestand? Das ist der aktuelle Bestand und ihr habt auch eine Legende dazu. Eins ist das Sinderhaus, zwei die Lagerhöhle, drei die Bohnenhöhle, vier die Baracken und fünf die Schmiede. Finden wir wohl am ehesten in den Baracken vielleicht? Dort wird man ja wohl öfter einmal Verwundete versorgt haben. Ja, das wäre, tipp kurz auf den Tisch, hier dieser Raum von uns aus gesehen. Ach ja, darüber, rechts. Ja, wenn man Nasaug flüstern hört, dann
würde ich sagen, Gesindehaus. Warum denn ins Gesindehaus? Nasaugs letzter Wunsch. Geht. Ja, ihr könnt euch auf der Karte bewegen. Also wirklich, jetzt letzte Frage an Nasaug. Das ist, du vermutest, da kriegen wir Heiltränke her? Nee, das war nur am Anfang falsch geschrieben. Das war so, eigentlich eher ein Wortwitz. Ach so, gesunder Haus, ja, okay. Nee, ist jetzt die Frage an dich. Wo vermutest du, dass wir dich dann noch irgendwie... Lagerhöhle könnten vielleicht auch noch irgendwas sein, aber ich vermute, das ist auch irgendwie eingestürzt. Schmiede wird uns nicht helfen. Ist nicht am besten einfach schnell durchzuswippen und zu gucken für jemanden, der irgendwie flink ist? Naja, wir haben einfach keine Zeit. Wir haben jetzt noch eine Höhle, einen Raum und dann wird Nasaug höchstwahrscheinlich abnippeln, weil du eine halbe Stunde nutzlos auf der Brücke rumsaßt. Ich stehe auf Barakin. Immer noch. Nasaug, deine Wahl. Wieso teilen wir uns nicht auf und legen Nasaug in die Eingangshalle? Er stirbt, und zwar jetzt. Dann handeln wir besser jetzt, anstatt zu diskutieren. Geht! Egal wohin, geht einfach! Nasaug, erzähl. Kümmert euch um meine Hyäne und ich nehme es euch nicht übel. Lager, vielleicht ist dort was. Lagerhöhle, und los. Und er wird wieder ohnmächtig. Ja. Lagerhöhle, letzter Schocks. Ja, ihr bewegt euch in die Lagerhöhle, die ihr schon ganz klar als solche erkennen könnt, denn hier sind steinerne Regale an den Wänden und Silos, die bis unter die Decke reichen, ebenfalls aus Stein. Hier werden wohl mal die Vorräte der gesamten Festung gelagert worden sein, aber was ihr jetzt hier seht, ist Staub und Spinnweben. Irgendwie sind alle meine Fokuspunkte wieder aufgefüllt, seit wir die Karte gewechselt haben. Dann hast du dir das falsche Token rüber kopiert. Du solltest natürlich das nehmen, auf dem du bereits Fokuspunkte und Lebenspunkte und Splitterpunkte verloren hast. Okay, da muss ich nochmal gucken. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Geistergedanken noch später wirken kann und dann den Schaden von ihm auf mich umlenken kann, aber steht doch extra dabei, dass das nur zu diesem Zeitpunkt geht. Ja, und umlenken geht halt auch generell nicht. Also das Einzige, was halt so noch als Option da ist, ist, wenn Rala nochmal Erfolg hat mit ihrem Lebenskraftstärkenzauber nochmal. Ich kann doch auch meine Lebenskraft, ich habe ja noch keinen einzigen Punkt verloren, ich kann doch auch im Prinzip meine Lebenskraft an meine Fokuspunkte umwandeln und dann im Prinzip mit mehr Fokus versuchen, ihn nochmal richtig zu pushen, oder? Ja, aber du kannst nur einen Zauber auf ihn legen und der muss verstärkt sein, sonst verliert er zu viele Lebenspunkte. Ihr könnt ihn jetzt noch, ich glaube so 6 Stunden. Wir haben 6 Stunden Zeit. Am Leben halten, rein regeltechnisch. Das heißt, ich kann jetzt nochmal versuchen zu zaubern. Er verliert doch jetzt jede Stunde oder jede halbe Stunde verliert er einen Lebensbalken. Richtig, er verliert einen Lebensbalken, was in seinem Fall bedeutet 9.